Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was ist da wohl und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Nachdem wir gestern Luis Figo abgeholt haben, habt ihr mir natürlich alle geglückwünscht, das ist ja klar. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen auch privat gespielt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, Luis Figo ist jetzt nicht so geisteskrank. Hört sich jetzt doof an, Prime Icon 117, aber ich bin mehr oder weniger enttäuscht von Luis Figo. Das ist eine harte These. Und ich habe die Spieler hier verkauft, Lozano, Malen, Koman. Also Koman für, das war die Bestrafung, der ist rausgegangen für 70.000 oder keine Ahnung, was da reingestellt worden ist da. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dadurch jetzt wieder über 200 Millionen Münzen. Wichtig und richtig. Leute, wir werden. Ich habe meine Vollfestival-Punkte. Ich werde mir als nächstes, mein Masterplan ist als nächstes, dass ich mir halt hier Bäcker hole. Müller. Jetzt sage ich hier Alisson mit Müller verwechselt. Ja, moin. Ich hole mir Müller. Dann hole ich mir noch Hauge oder weiß ich nicht wen. Und dann habe ich halt genügend Punkte für Upamecano. Und wenn ich Upamecano hole, kann ich Upamecano nochmal verkaufen. Hier fehlen mir jetzt noch 8000 Punkte, die kriege ich aber noch auf jeden Fall in den nächsten Tagen zusammen. Weil dann 600 Punkte brauche ich dafür, dann kriege ich nämlich nochmal 200 ultimative Transferpunkte. Und mit den ultimativen Transferpunkten, da ja heute das ultimative Transfergedönse rauskommt, kann ich mir dann 2 ultimative Transferspieler holen. Und das ist sehr, 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 sehr geil. Und ich sehe gerade, ich habe 2 Skillboost-Karten. Hä, wo kommen die denn her? Ja, moin. Weitschüsse-Skillboost. Figo, Ronaldo, Neuhaus. Ja, moin. Oder wer ist doch safe jetzt Team-Upgrade am Start, oder? Also 201 muss ich jetzt safe haben mit diesen Skillboost und mit Box-to-Box für Basti Fantasti auch nochmal 6 Millionen. Ich habe mich gerade gefreut, wir haben über 200 Millionen Münzen. Da durch Skillboost-Upgrade haben wir wieder unter 200 Millionen. Aber wir haben immer noch nicht die 201er. Ja, okay, das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen frech. Können wir noch einen Rang? Warte mal, Rang würde, guck mal, einen Rang würde es bringen. Kriegen wir einen Rang hin? Oh, wir kriegen einen, Leute, wir kriegen es hin. Tomori, bester Mann. Hier nehme ich Rabiot rein, zack, zack. Und dann haben wir heute die 201er Gesamtbewertung. Ja, moin. Team-Upgrade, obwohl gar kein Team-Upgrade geplant war. Leute, Team-Upgrade, obwohl keins geplant war. Jetzt fehlen aber die legendären Punkte. Und auf die legendären Punkte werde ich halt, ja, nicht mehr so schnell kommen. Ich brauche 50 Stück, also 40 Stück brauche ich jetzt noch für den einen Rang, Alter. Für einen klitzekleinen Rang. Das, was ich euch noch sagen wollte, die Transferfenster-Tokimokis werde ich mir wieder aufbewahren für die Aktualisierung. Weil wenn ich jetzt ausgebe und selbst wenn ich jetzt einen Buendia ziehe, ist der halt sowieso nichts wert, so gefühlt, ne? Also eigentlich sind alle Spieler nicht mehr wert, auch bei der nächsten Aktualisierung, weil jeder sich die Punkte aufbewahrt und jeder dann die Packs zieht, sind die Spieler da eigentlich fast gar nichts mehr wert. Packs öffnen macht trotzdem Laune, macht trotzdem Spaß und deswegen behalte ich mir die. Also bis zur nächsten Aktualisierung, das ist ja klar wie Kloßbrühe. Dann würde ich sagen, gehen wir heute rein in Versus Angriff. Ich muss sowieso noch Icon Spotlight. Das kriege ich ausnahmsweise diese Woche mal hin. Leute, ich werde es hinkriegen. 4 hier und dann halt nochmal morgen. Zack, zack. Also ich nehme diese Folge gerade am Mittwoch auf. Nicht wundern, ne? Donnerstag ist die Aktualisierung. Ich habe gerade so getan, als wäre Donnerstag, weil ich weiß ja, dass diese Folge am Donnerstag kommt. Aber normalerweise, also ich nehme sie ja gerade am Mittwoch auf. Und das heißt, ich habe heute noch die 4 Punkte, morgen 4 Punkte und dann habe ich endlich den wöchentlichen Meilenstein, den ich jetzt schon ein paar Mal verkackt habe. Schande über mein Haupt. Ich weiß, für Ronaldinho sollte ich das machen und es war auch nicht geplant, dass ich nicht spiele. Ich habe es aber irgendwie verschwitzt. Ich habe es verschwitzt. Wir gehen rein in den Versus Angriff und ich hoffe, dass wir die Spiele hier gewinnen können und dann könnt ihr nochmal ein bisschen Gameplay von Luis Figo sehen. Das war ja meine These, dass Luis Figo leider nicht ganz so krass ist. Wenn einer von euch auch Luis Figo hat, also ich finde den dicken Ronaldo und CR7 halt besser als Luis Figo. Kann man darüber jetzt streiten, ob Luis Figo wirklich besser sein sollte als ein dicker Ronaldo oder als ein CR7. Aber es ist halt eine 117er Prime-Icon, Luis Figo. Und da kann man schon erwarten. Also ich will jetzt nicht sagen, er ist schlecht. Definitiv nicht. Aber im Vergleich zu den dicken Ronaldo und im Vergleich zu CR7 ist Luis Figo halt schlechter. So. Leon Bailey, weiß ich nicht. Leon Bailey ist immer noch so eine Wundertüte. Möchte ich eigentlich gar nicht in meinem Team haben. Und deswegen achte ich auch gar nicht so richtig auf Leon Bailey. Der wird auch früher oder später natürlich rausfliegen, weil
Da kommt der Gaucho hin, der Ronaldinho Gaucho. So, aber sieht erstmal gut aus, aber auch gegen diesen Gegner muss ich natürlich safe gewinnen. 193, das ist kein Duell auf Augenhöhe. Da haben wir 8 Gesamtbewertungen besser als der Gegner und somit sollte das ganz, ganz easy peasy lemon cheesy einen Sieg werden. Luis, ja, okay, wenn er den reingemacht hätte mit dem Kopf, dann wäre der beste Spieler aller Zeiten gewesen. Aber es war so unwahrscheinlich, dass dieser Kopf mal reingeht. So, CR7, hau ihn rein, knall ihn rein. 7:1, wichtig und richtig. Die 15 Tore werden wir hier leider nicht mehr schaffen. Wir lassen, Leute, lasst uns mal im nächsten Spiel wirklich alles so versuchen reinzuknallen, dass wir wirklich mal die 15 Tore endlich mal wieder schaffen, Mann. Das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Und vielleicht schaffe ich das heute. Komm, Bailey. Leon Bailey mit dem Finesse. 8:2. Zweistellig werde ich es, denke ich mal, noch knacken hier. 9:3. Ein Türchen brauche ich dafür noch. Nur noch CR7. Da ist er. CR7 mit dem Finesse. Und CR7 mit dem Türchen. 10:3. Basti Fantasti mit dem nächsten. 11:3. Faust in die Facecam. So und nicht anders. Bing Bong. Und jetzt ist noch die Frage. Natürlich, also die 15-Tore-Marke möchte ich knacken, aber die Frage ist halt, welche Gesamtbewertung hat der Gegner? Es kommt halt darauf an, wenn es jetzt ein Duell auf Augenhöhe ist, dann, okay, gegen Megadeth Imperium Brasil, die hatten einen Pelé, Alter. Er hat einen Pelé. Aber wenn alles normal läuft, könnte ich es schaffen, die 15 Tore zu knacken, weil wir halt die 60% tollen Chancen am Start haben. 60%. Heidewitzka. Also gönn. Gönn. Flanke auf den dicken Ronaldo. Und das ist das erste Tor. Bailey runter. Ah, das war jetzt ein richtiger Kackball von Leon Bailey. Aber Ronaldo, Leute, dieser dicke Ronaldo, das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Figo. Ja, und Figo ist halt einfach ein Witz. Der kriegt die Flanke da nicht rüber. Und dank Figo, habe ich es jetzt verkackt, in diesem Spiel die 15 Tore zu knacken. Weil jetzt habe ich nach 30 Sekunden 3 Tore. Der Gegner hat auch 3 Tore. Ich spiele jetzt unentschieden gegen den Gegner. Pass mal auf hier. Mama mia. Okay, dann ist wenigstens, also jetzt haben wir nur noch ein Ziel, das Spiel zu gewinnen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt sogar über, also ich muss es zweistellig schaffen, weil dann haben wir 2 Siege, dann haben wir die 20 Tore, dann habe ich Icon Spotlight für heute schon durch. Auf ganz entspannt, Basti Fantasti mit dem 8. Und zweistellig, das sollte jetzt nicht das Problem werden. Wenn ich noch ein Kontertor kriege, dann sind die 15 Tore vielleicht sogar so noch möglich. Ja, aber jetzt verkackt sogar Ronaldo, ja, das ist vorbei. Es ist vorbei, bye, Unimo, das ist vorbei. Bye, Luis Figo, Bing Bong, 11. 11:7, Leon Bailey knallt ihn auch rein, 12:8. Wichtig und richtig, Leute. Und das war's für die heutige 20 Uhr Folge. Wenn ihr auch Figo habt, kommentiert mal gerne, wie ihr Figo findet. Ansonsten lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise morgen Abend wieder zur 20 Uhr Folge und morgen Abend dann auch zum nächsten Livestream. Also morgen Abend bin ich live und in Farbe ab 18:30 circa und dann bin ich raus und ja, bis dann. Tschüss.